doing? All those people, Astarion, stop! Wir sind alle im Kampf. Ja. Blitzerei rufen auf zwei Ziele. Oh, wie böse. Ein Beschwörungszauber des dritten Grades. Da würde ich doch ganz gerne mit dem Gegenzauber reagieren. Danke. Was macht der denn da vorne in der Ecke? Das gefällt mir nicht. Was ist denn mit dem jetzt? Untersuchen. Nebelform. Immun gegen alle nicht-magischen Schadensarten. Ja, ich könnte Sonnenlicht auf ihn casten. Aber das macht nicht so viel Sinn, weil... Doch, wenn sie ihren Zug im Sonnenlicht beginnt, solange sie sich im Sonnenlicht befindet, ist der Angriff ein Nachteil. Ja gut, der wird da aus dem Sonnenstrahl rausgehen. Er hat 20 Trefferpunkte zurück, wenn er sich nicht im Sonnenlicht befindet. Will ich da jetzt Sonnenlicht drauf? Werfen. Ach Mist, das, den Strahl, den man bewegen konnte, ist Mondlicht, ne? Wieso hält denn das 10 Züge an? Bleibt das 10 Züge lang dieser Streifen hier oder was? Okay. Ja, Mondlicht wird uns auch nicht bringen. Erstmal Carla und geben den Typen wir erstmal auf die Nase. Oder ich renne mit Carla rüber. Hatte Carla nicht auch mal irgendein Nebelschritt-Item? Das hat sie nicht mehr, ne? Das wäre praktisch jetzt für sie gewesen. Das Blenden bleibt 10 Runden. Na, okay. Also das Blenden bleibt 10 Runden. Da muss ich schon warten, bis er dann mal in meine Nähe kommt. Okay. Mhm. Mache ich jetzt, nutze ich das mit der Riesengestalt? Will ich das mal machen? Ich glaube, dann kann ich aber nicht mehr schlagen. Ne? Oh Gott! Na gut. Bin ich mit zufrieden. Dann geh schon mal vor, du. Na, bleib mal da stehen. Still breathing, despite everything. Very well. So, was war dann mit diesem Opferlamm? Nicht untersuchen. Ja, dreimal, ich weiß.
Was ist eigentlich, wenn ich einfach eine von denen töte? Dann hat er keine 7 mehr. Wobei, dann sollte ich vielleicht einfach Astarion rausholen. Dann haben wir denselben Effekt, ne? Was ist hier mit dem... wo ist denn das Weihwasser hin? Da ist das heilige Wasser. Werfen. Ja, nee, vergiss es. Das funktioniert nicht. Jetzt ist die Frage, wie schnell will ich mit ihm darüber? Kann ich wirklich bis hierhin den Nebelschritt machen? Wieso kann ich den Nebelschritt hochcasten? Achso, ja. Oder rennt er dann wieder? Das ist die Frage. Also ich würde bis hier kommen. Wenn ich spurten würde, würde ich weiterkommen. Und mit Nebelschritt würde ich eventuell sogar bis neben Astarion kommen. Ich hoffe nicht, dass er mich hier runterschmeißen kann. Komm, wir probieren das mal. Ich speichere mal eben hier. Und wir testen. Nee, das ist eine Bonusaktion, ne? Also, das macht ja nicht. Weil das ist keine. Wir versuchen es mal. Und gehen mal bis hierhin. Groß. Mal gucken, ob wir die nächste Runde befreien können. Hey, die Fledermaus hat so viel Schaden gemacht bei mir. Lass das. Das ist gut. Ich bin etwas nervös. Das ist nicht so gut. Nicht nach rechts laufen. Oh shit. Oh Gottes Willen. Glück gehabt. Okay, der muss da weg. Gell, du musst da weg. Wieso fast abgeschlossen? Gibt's denn nicht mal einen Zähler oder sowas? Plage ist auf 4. Grades. Nee, das möchte ich mir nicht erlauben. Gegenzauber. Kannst du ihm helfen? Stoßen, springen, eintauchen, Hilfe. Das ist ungünstig, dass Astarion jetzt nicht dran ist. Ich kann hier jetzt aber auch nichts mehr machen. Außer weg.
mehr kann ich nicht tun. So, wieso kann ich nichts machen? Was habe ich denn hier für einen blöden Debuff? Keine Aktion möglich, erbrechen. Geh echt, untersuchen. Wenn man kotzt, kann man nichts machen? Das ist ja doof. Das ist ja scheiße. Best be on my way. You won't be hurting for long. This is gonna feel good. Ah, schade. Ich wollte nicht dafür verschwenden. Ich hoffe, Astarion kommt ja lebend weg. Eigentlich dürfte er auch jetzt das Ritual nicht weitermachen können, theoretisch. Einschlafen auf Gelb. Der Zustand endet, wenn Schaden erlitten wird. Nicht reagieren. Scheiße. Gelb end. You are going to suffer for everything you did to me. Ah, er hat Nebelschritt. Sehr schön. Hat das Tarion denn noch seine Sachen an? Ja, er macht sich ja sonst so schnell nackig. Da weiß man ja nie genau, woran man ist. Gelegenheitsangriffe. Eigentlich doch nicht. Ach so, dann ist da. Das probiert wieder aber keiner. Genau, jetzt gehst du dahin. Nein, dann geh mal dahin. Dann geh dahin. Sehr schön. Mach ich mal. Wir müssen jetzt irgendwie Schaden auf Gale machen. Oh, ich bin immer noch am Erbrechen. Ich kann nichts machen. Aber ich kann doch irgendetwas auf Gale raufwerfen, das Schaden macht, oder? Ich hab doch bestimmt irgendwas, was ich werfen kann. Gail, ich meine das jetzt nicht böse, denn den Blutsprengstoff ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee. Eigentlich möchte ich ihm einfach nur so einen Pfeil im Bauch schießen. Das würde ja reichen. Wir hätten Kratzer mal mitnehmen sollen. Kratzer hätte Gail beißen können. Ganz zärtlich ins Ohrläppchen. Könnte Gail schaufeln. Irgendwann sollte Schaden auf Gale machen. Kann eigentlich nur ich sagen. Was haben wir denn hier so für Bomben? Öffnen. Bewirke da weiteren zusätzlichen halben Schaden. Nimm mal einen. Da
werfen ist keine Bonusaktion, ne? Nee. Kann nur Bonusaktion machen. Ne? Werfen ist keine. Stoßen könnte ich. Springen. Macht es Schaden? Oh, ich habe da so ein ganz doofes Gefühl bei. Ich versuche mal Geld zu stoßen. Aber Stoßen macht null Schaden, ne? Sehe ich das richtig? Das ist dann nicht so gut, glaube ich. Dann mache ich einfach nichts. Was soll's? Du machst jetzt was? Das bleibt ja nicht aus. Ach komm, blöde Ratte. Blöde Ratte. Könnte ich da mal bitte hingehen? Danke. Fledermaus wird Geld, aber nicht angreifen, weil der pennt ja, der macht gar nichts. Sonst muss ich mir das teilen und gleich mal einen Pfeil auf Geld schießen. Ah, der muss wieder hoch. Stoßen tut nicht weh, ja eben. Kältestrahl. Nee, kein Gegenzauber. Der Magier muss raus. Nebelschritt auf Fledermaus? Hier, mach doch. Ich frag mich, wie oft er das, ob man das, kriegt man das mit, ob er den jetzt was abzieht oder nicht. Aber ich kann das nicht nochmal machen, das ist ja ungünstig. Wetten, ich komme hier nicht weg? Doch, ich könnte wegkommen. Dann habe ich aber keine... Wichtig ist hier jetzt Gale aufheben. Das ist wichtig. This way. Nein, nicht so viel Schaden bitte auf ihn. Nicht kritisch treffen. Gottes Willen. Autsch! Ja, okay, du bist ja wieder da. Ja, nochmal ein Plan. Sehr schön. Willkommen zurück. Könntest du mal diesen scheiß Magier rausnehmen? Das wäre ganz gut. Was hat er? 48. Da reicht Sängerstrahl nicht so dran. Wollen wir auf Nummer sicher gehen? Was haben wir denn noch? Den würde ich ganz gerne lieber für den Chef da bewahren. Den... Hat er irgendwelche fiesen Resistenzen?
Wuchtverwundbarkeit. Nein, ja nicht. Magierrüstung. Endrettungswurf. Ach, versuch doch mal. Perillo. Danke, das war mal eine Ansage. Kannst du dich irgendwo hinstellen, wo du nicht so in Gefahr bist? Hier. Hä? Was war denn Ritualquellen 1? Moment, was war das? Was war das? Kann ich es irgendwo sehen? Muss ich mir hier Sorgen machen? Nothing will stand in my way. Ich würde ja ganz gerne das provoziert leider ein Gelegenheitsangriff. Wie weit reicht das? Weil es ist aber zu knapp, ne? Das ist ein bisschen zu knapp, würde ich sagen. Und hier entlang gehen? Ja, ja. Mach mal, Schildermaus. Und könnte ich hier hingehen? Und könnte ich dann gehen? Ja, das würde gehen. Machen wir das mal. Aber so mache ich momentan keinen Schaden an ihnen, ne? Ich hätte nur seine Nebelform auf, ne? Ich glaube, das spare ich mir noch. Ja, ist ja gut. Die Ratten. Lästiges Kopfzeug. So, der wäre auch weg. Ja, ich hatte nur bedingt Lust. Bei meinem Glück hätte ich wahrscheinlich Geld von der Plattform geschmissen, ja. Ich kenne ihn ja. Gut, ist gut. Ich sollte versuchen, da hinzukommen. Ja gut, ich bin halt einfach noch nicht dran, ne? Wie sinnvoll ist das denn jetzt schon anzugreifen? Ja,
gar nicht. Ne? Die Ghule kann ich ja eh nicht steuern. Ne? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und das soll jetzt 10 Züge anhalten. Gut, gucken wir mal. The last board is set. Auflösung. With glee. Boah. Wären ja hoffentlich die Ghule da. Oh, shit. Ah, gut. Gute Ghule. Oh, der wird wehtun. Willst du abhauen? Plage auf Astarion. Naja, komm, dann machen wir jetzt einen Gegenzauber. Vierter Grad. Was haben wir denn noch? Habe ich hier? Ich mache mir damit einen Gegenzauber. Zack. So. Sehr schön. Ich glaube, dann kriegen wir jetzt noch einen Griff. Die Sau. Neblige Flucht. Was ist eigentlich mit Weihwasser? Dieser Status wird von Sonnenlicht entfernt. Ich hab kein Sonnenlicht mehr. Wir könnten höchstens versuchen, so ein Weihwasser zu werfen. Ist das Sonnenlicht quasi? Werfen. Das heißt, der Weg ist unterbrochen. Dann geh doch einfach mal einen Meter dahin. Mann, kann er nicht selbstständig hier werfen? Bambuseln. Hat Schaden gemacht.
Ernsthaft, blöde Ratte. Was stimmt denn mit der nicht? Ja, wir müssen warten, ne? Obwohl, ne, wir können magischen Schaden dann machen. Das kann man ja machen. Dann machen wir doch mal... Was machen wir denn mal hier? Dann machen wir halt nichts. Aber du gehst da jetzt hin und machst das. Ist ja doof anzuvisieren, der Typ, ne? Entthronen! Ja, warum nicht? Oh, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte ganz gerne meinen Sechser-Zauberplatz zurück. Yes. Wasser. Ach so, hier ist Wasser. Dann mach mal dahin. Gehen Sie zurück, bitte. Gehen Sie bitte alle zurückgehen. Alle zurückgehen. Ich dachte, ich könnte aber nur einfach setzen. Ich dachte, das passiert jetzt mal eine Aktion. Der liegt denn hier am Boden? Warum ist Geld denn schon wieder tot? Ist aber doof, dass Geld tot ist. Das bringt mir. Das ist ja doof, dass er da einfach rausgesprungen ist. Die Sau. Na gut. Was stimmt denn mit dem nicht, dass ich da Fehlschläge habe? Das finde ich nicht gut. Kalak, mach das doch mal mit dem Anschlag hier. Der geht mir nicht auf den Senkel. Wo ist er hin? Wieso ist mir keine Leiche? Das ist ja Mist. Gail, du schaffst das. Nein! Ja. Ja, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich befinde mich in Gefahr. Helfen Sie mir. Ey, sag mal, wenn mir eins auf den Sack geht, ne, dann sind das diese dämlichen, nutzlosen Fledermäuse. Könnten wir damit jetzt mal aufhören? Wo ist denn hier noch eine? Oh, ernsthaft. So, wo ist denn seine Leiche? Und wieso kommt gar nicht am Ende dieses
Tada! Hatched up. Pushing on. Das ist so frustrierend, wenn alles, wenn alle Leichen leer sind. Ich würde das trotzdem eben machen. Damit überall wenigstens leer hintersteht. Habe ich einen Ritualquellenwerf? Ja, weil jetzt wahrscheinlich Astariel entscheiden muss, was er machen möchte. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Die werden alle kein Loot haben. Scheiß Vampire, ey. Nix zu holen bei denen. Zauberei, sowas. Ätzend. Ja, und was machen wir jetzt? Ich speichere mal eben. Wie speichern? Entscheidung. Naja, ich habe ja gespeichert. Sarkophag. Ach, da liegt er! Get your hands off me, worm! I'm not the one in the dirt. One last thrust. And I'll be free of you. Nee, auf jeden Fall um. Ich werde dir da nicht wieder sprechen. I'll never have to fear you again. But if I finish the ritual you started, I'll never have to fear anyone. Ever. You think me a fool? That I would allow anyone to usurp me, speak the words, and ascend in my place? Hm? The runes I carved into your flesh bind you and all 7,000 souls to the ritual. Complete it, and those bearing the scars will be sacrificed, you included. Dann sag ich aber mal Danke. You are simply a means to an end. I made you to be consumed. I am so much more than what you made me. I can do this, but I need your help. Warum hat er denn sein Hemd nicht an? Der hatte so schöne Klamotten an. Also gut, was braucht ihr? Wenn ich euch helfe, das Ritual abzuschließen, sterben all diese Leute. Habt ihr nicht gehört? Wenn ihr das Ritual beendet, werdet ihr verschlungen. Er will sich jetzt nicht das Ding aus seinem Rücken schneiden lassen, oder? Ich glaube auch nicht, dass es was bringt. Ich würde es gerne damit versuchen. These people died years ago. Die 7000 Seelen da draußen. All that's left, das muss doch die Stadt sein, oder nicht? Desperate for blood. If we release them, how many people will they kill? Tens of thousands, hundreds of thousands. Die hier drin, ja. But if I complete the ritual, think of the power I'll have. With me by your side, we can save the city. We can save ourselves. Motiv erkennen. Oh Gott, gib mir doch einen Waffenmensch. Ich hab keine Inspiration mehr. Oh, verdammte Axt. Stopp, ich hab keine Inspiration mehr. Can see those eyes you've seen so many times before, pleading with you to help him.
würde schon ganz gerne wissen, was passiert, wenn wir das machen. Also gut, was braucht ihr? I need your eyes. Ich hab gespeichert. Wir können in a manner of speaking. Was? What do you think you are doing? I'm making what you made me. Use the parasite. Link your mind to mine. Through your eyes, I can see the scars on my back. And copy them onto his. You would not dare. Doch. I would. Ich finde die Idee gut. And I will. You will be consumed, and all the power you've lusted after will be mine. What are you doing? All those people are Starian. Stop! Help me do this. Please. Ich würde ganz gerne wissen, was passiert. Aber wenn daraufhin 7000 unschuldige Menschen sterben. Ich meine, es ist ein Spiel, wir können neu laden an der Stelle, ne? So, aber man müsste sonst sehr lange warten, bis man wieder an diese Stelle kommt in einem bösen Durchlauf oder sowas. Ich würde das mal ausprobieren eben. Ja, die sieben hier. Was ist mit diesen 7000 Seelen? Das können doch nicht 7000 gebissene Untote sein, die hier durch die Gegend laufen, oder? Das sind doch da draußen doch lebende Menschen wahrscheinlich, oder nicht? Ich sehe ja keine 7000 Leute. So geräumig ist das Apartment hier nicht. Neuer Unterschied, oder? Naja, tot sind die doch Papierbrot. 7 Brutlinge und 7000 Seelen. Dieses. 7 Brutlinge und 7000 Seelen. Also die paar da in dem Knast können es doch nicht sein, oder? Wir machen das mal. Das haben die Brutlinge ja beigeschafft. Wenn man die gut stapelt. Er hat über 200 Jahre gesammelt. Ja, okay. Ja, gut. Also, insofern muss ich ihm recht geben. Wenn, also, wenn ihr sagt, das sind wirklich nur Vampire. Oder diese... Es sind ja keine Vampire, es sind ja Sklaven, sag ich mal so, die andere anschaffen, ne? Pokémon Go Extrem. Ja, die können wir nicht fallen lassen. Also vielleicht mag sich der ein oder andere unter Kontrolle haben, aber eigentlich kannst du die nicht freilassen. Die kannst du hier ohne einsperren. Das ist aber auch grausam irgendwie, dann vielleicht lieber tot. Aber ich finde nicht, dass er größenwahnsinnig wird, der Astarion. Aber ich möchte wissen, was passiert. Your minds join and your two selves become one. You can feel the knife in your hand, see the scars on his back and taste his hunger for power. Carla wird nicht glücklich sein. Yes. I see it. What are you doing? Aber er hat's verdient hier. Count! Casador hat schon verdient. No. Oh, no. No. Ich glaube nicht, dass man damit so fein arbeiten kann. Astarion gefällt mir auch nicht so richtig gerade in der Rolle. Ungrateful child, wretched child. Wunderbares Kind. Time to take your place. Er hat's schon ein bisschen verdient. Aber gefallen tut mir das nicht. Dominus, has animas, offero in sacrificio. Doing? All those people, Astarion, stop!
Karla, hau ihn einfach auf die Fresse. Das wäre am besten. Oh, die sind beide nicht einverstanden. So sieht Größenwahnsinn aus. Falls ihr das mal auf der Straße seht, lächelt doch nicht so. I can't feel it. That ache in my stomach. That hunger. It's gone. I'm free. I'm finally free. Oh, it feels delicious. Aber wenn er jetzt tagsüber draußen laufen kann, auch ohne Larve und kein Blutdurst mehr hat, ist er dann überhaupt noch Vampir? Und was kann ein erhabener Vampir tun? I think the answer to that is whatever they damn well please. Come on, let's get out of here. I have a brand new world to explore. Hey, good looking. Carter war nicht seiner Zustimmung. Sie ist immer noch begeistert von meinen Entscheidungen. What to do? This is it. The hopeless dream dreamt by all of my kind. I am the greatest vampire to ever walk this land. Even the pale knight would have knelt before me. Ihr seid herrlich. Hat euer Körper sich verändert? Ihr seid vielleicht mächtig, aber Varius müsst ihr noch erweisen. Feel what is in the air. Wieso hat er jetzt wieder was an? I felt so very little for so long. My edges dulled over the numb years rotting in the boudoir and kennels. Opfer ist er nicht mehr, er ist jetzt Täter. Now, I can hear it at last. See it at last. Oh, all the lowly creatures of this plane are begging to serve. Ich denke, die sind tot. Du willst jetzt dasselbe machen wie... How to call upon them. Scurrying footpads in their safe houses. Rats below our feet in their filthy holes. The crows in the so, night above. Achso, das meint er mit mir. Okay. They will... Obey. The world will stir. Warum sollte sie das? Ich bin ein guter. Ihr macht mir langsam Angst. This is but the beginning. I already hear the world whispering in sweet surrender. And I feel alive. Irgendwas, wir haben einen Vampir. Seht, der erhabene Vampir. Tausende von Seelen haben dir zur Macht geholfen. Und der zwei billige Zaubersprüche angebracht. Echt jetzt? Einmal den Pups, den Vampirpups und den erhabenen Biss.
Er ist wirklich, er ist wirklich erhaben. Wir wissen. Aber das kann es ja nicht sein, oder? Das war's jetzt? Mir gefällt das nicht. What a charmer. Rhapsody, der Familienring. Scharlachrote Sendung erhält einen Bonus von fast 1 auf Angriffswürfe. Durch, leicht. Das ist nicht fast gelb hier. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also die Seite hat mir nicht gefallen von ihm. Und wer hat jetzt Kummer bekommen? Also Kummer haben wir alle. Aber es war ja... Kummer muss ja irgendein Item gewesen sein. No time to rest. Wo ist denn Kummer? Neues zuerst. Hat er Kummer? Hat er Kummer? How delicious. Da stand doch, sie haben erhalten Kummer. Kummer. Kampfstab vielseitig. Ich glaube, ich möchte neu laden an der Stelle. Das hat mir nicht gefallen. Der nächste Zauber, den du sagst, kostet keinen Zauberplatz. Das ist natürlich geil, ne? Plus eins. Plus eins. Klare. Größen Wahnsinn. Dr. Fetzlaff. Fetzlaff, das ist ja geil. Moin, ich spiele gerade nach meinem dritten Run BG3. Mal wieder BG2. Habe ich nie gespielt. Muss sagen, dass der Teil mir noch Nummer 1 sind sich die Dialoge und den Begleitern der Konsequenzen. Ist echt? Ja? Cool. Man muss leider sagen, dass nach D&D Vampir aus 50 keine guten Wesen sind und auch nichts zu ändern ist. Naja. Spielladen. Ich weiß es nicht, ob ich in der Welt weiterspielen will, wenn Astarion das... Ich weiß es einfach nicht. Also, boah. Also wir sind ein Team, ne? Aber weißt du, bei Schattenherz, da kam nur positives Feedback zurück, nachdem wir sie dann quasi da vom Weg weggebracht haben. Aber hier kommt ja nur... hier kommt ja nichts Gutes bei zurück. Don't you dare. I can feel their power. Lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir ihn aufhalten. What are you doing? No. Aber nicht umbringen. Stop. Ach so, doch den da hinten umbringen. Ja. It's gone. All that power. Oh, als hätte man ihm Keks weggenommen, ne? Es tut mir leid, ich konnte es euch tun lassen. Ihr braucht das nicht, ihr seid schon mehr als stark genug. Don't you tell me what I needed. I was so close. I could have had it all. But
took everything from me. Cassador won after all. Wieso? I'll never escape the hell he built. And if I can't escape, then no one can. Du wirst sowieso beim hier bleiben, egal in welchem. And certainly not you. Echt jetzt? Das ist ja, hier steht auch nicht vorübergehen, ne? Nee, das kommt da gar nicht in Frage. Das kommt ja überhaupt, das ist überhaupt gar nicht. Das ist diese Vision, die scheidet völlig aus. Das ist ja, gut, tut mir ein bisschen leid jetzt irgendwie, dass ich irgendwie jetzt anfange rumzubescheißen, nämlich einfach irgendwelche Spielstände lade und zu gucken, was ist denn das beste Outcome. Das macht man normalerweise ja eigentlich nicht im Rollenspiel, ne? Aber ich lade jetzt nochmal einen Eltern. Das ist krass. Also das ist überhaupt kein Weg, dass ich Astarion jetzt umbringe. Das geht gar nicht. All you can see are those eyes you've seen so many times before, pleading with you to help him. Die überzeugen ihn. Ihr sollt ein Leben finden, auf das ihr stolz sein könnt. Hierauf könnt ihr das nicht. You're right. I can be better than them. Ja, kannst du. But I'm not above enjoying this. Ja, das ist okay. Da habe ich gar nichts gegen. Cool, Astarion hat das elektrische Brotmesser entdeckt. Tut mir wieder leid. Is it over? Is he? Yes. He's gone. What does that mean for us? Das heißt, ihr seid frei, ihr könnt tun, was ihr wollt. Doch, kommt drauf an, könnt ihr die Zähne bei euch behalten? What business is it of yours? Hallo? It will become everyone's business if you try to feast on half the city. This is just a friendly warning. Your choices are simple, really. You can hide here, living in the shadows like parasites. Or you could be more than what he made us to be. You can choose differently, of course. But the consequences are on your head. And what does it mean for them? Now, that's a better question. 7,000 spawn, from ancient conquests to stolen children. Cazador's staff controlled everything during the ritual. If it controls the cells too, you could decide their fate.
Die werden alle sterben, wenn ich die freilasse da draußen. Die ganze Stadt wird sterben. Das sind mir zu viele Entscheidungen für einen Abend. Ich speichere nochmal.